Hallo Freunde des Superleichtmoduls. Ich habe ein Superleichtmodul bekommen, das war schon defekt und ich habe das bekommen, damit ich mal ein Video dazu machen kann, wie viel Leistung das noch bringt, wie man so einen Hotspot erzeugen kann, wollte ich gerne mal zeigen. Allerdings habe ich da ein paar Schwierigkeiten gehabt. Ja, und dann auch, was bringt es denn nach sehr viel mehr Hotspots? Kann das Modul Feuer fangen? All diese Sachen habe ich in diesem Video probiert. Ja, und wenn dich das interessiert, dann schau es dir gerne an. Ja, heute ist ein bisschen windig, das ist halt einfach so, ne? Ich mache das immer quick and dirty und spare mir so Mikrofon und so. Trotzdem gibt es hier wertvolle Informationen. Also ich habe es mir auch extra aufgeschrieben, damit ich es nicht vergesse über den Zeitraum, denn das hat jetzt ein paar Tage gedauert, das Video und auch die Tests dazu. Also es ist nicht alles immer geschenkt, aber das Modul hat unter guter Ausrichtung 176 Watt geschafft mit dem Hotspot, also so wie ich es bekommen habe. Und dann habe ich es halt auf den Boden gelegt, um mal zu gucken, was kommt da. Da kamen 106 Watt und bei 90 Grad, also gerade an der Balkonbrüstung meinetwegen, wären es dann bei 150, also 147, da irgendwo habe ich das gemessen. Ihr seht hier das Modul, wie ich es geliefert bekommen habe nochmal, also wirklich nur ein Hotspot. Das sieht aber schon böse aus. Wenn ich so ein Ding hätte, wäre ich auch besorgt. Wer weiß, ob davon Brandgefahr ausgeht, denn ja, es wurden auf jeden Fall Temperaturen über 150 Grad auch gemessen im späteren Verlauf, nachdem ich dann wusste, wie man so einen Hotspot auch produziert, denn das ist gar nicht so einfach. Also einfach einen Zellenbruch verursachen, also ich bin drauf gestiegen, habe mit einem Stein drauf gehauen, bin drauf gesprungen, mit dem Hammer drauf geschlagen und so weiter. Also all das würde ein Solarmodul üblicherweise natürlich komplett zerstören. Man hätte noch 1000 Bruchstücke, wenn es aus Glas wäre. Bei diesem Modul hat man eigentlich gar nichts gesehen. Ja, und so ist das halt. Man sieht es dann halt wirklich erst, wenn diese Hotspots entstehen, ne? Und die entstehen halt durch diesen Zellenbruch, aber auch nicht da, wo letztlich der Zellenbruch war. Das hat mich auch erstaunt. Also bei meinen Versuchen habe ich festgestellt, immer eine Zelle oder ein paar Zellen drumherum wurden extrem heiß. Also nicht dort, wo ich bewusst die Zellen beschädigt habe, durch draufschlagen oder draufspringen, sondern die Zellen drumherum sind halt extrem heiß geworden. Ja, logisch, wenn man weiß warum. Also die Zelle war ja beschädigt und hat den Strom halt nicht mehr durchgelassen. Das Ganze fing auch erst ab 5 Ampere an. Vorher war eigentlich so bis 80 Grad. Also ich habe es also ohne Teilverschattung auch gar nicht geschafft, diese 150 Grad zu erreichen. Vorher waren es immer nur 80 Grad, 90 Grad. Dann kam wieder mal eine Wolke, hat sich wieder abgekühlt. Aber dann wurde es auch nicht wärmer als 80, 90 Grad. Dann wollte ich schon aufhören mit meinem Projekt und dachte mir, das hat alles keinen Zweck. Ich schaffe es einfach nicht, einen Hotspot zu erzeugen. Und dann kam zufällig die Hausecke rum und hat so eine kleine Stelle vom Modul verschattet. Und erst dann habe ich gesehen, aha, jetzt ist es also soweit. Der Zellenbruch selber lässt also noch genug Strom durch, um keinen Hotspot zu entstehen. Aber durch die Teilverschattung, ist meine Mutmaßung, entsteht so viel Widerstand in dieser Zelle, dass kein Strom mehr durchgelassen wird. Also die Spannung fällt wahrscheinlich so gering ab, dass kein Strom mehr transportiert werden kann. Und dadurch entsteht dieser extreme Hitzeunterschied zu den anderen Zellen. Und es geht dann ja an dieser Stelle halt mit Blubberbläschen los. Und ja, die Zellen verbrennen innerlich, also es riecht sehr unangenehm, wie in einer chinesischen Fabrik. Also ich kann mir vorstellen, wie das da riecht. Das ist halt einlaminiert mit bestimmt Hitze wahrscheinlich und Druck, denn ich habe auch versucht, das auseinanderzuziehen, das Ganze. Das ist also nicht möglich. Also ich weiß nicht, welche Kräfte man da aufbringen muss, aber letztlich reißt die Folie und dann ja, kommt man auch nicht mehr weiter. Also das ist eine mühselige Arbeit. Habe ich leider nicht geschafft, aber mich hätte wirklich sehr interessiert, mal diese einzelnen Zellen dann durchzumessen. Aber kann man ja vielleicht noch, also ich probiere das natürlich in Zukunft weiter, aber ich wollte jetzt erstmal mitteilen, wie diese Hotspots entstehen. Natürlich Zellenbrüche, aber auch Teilverschattung. Ohne geht's nicht. Also konnte ich nicht nach reproduzieren. Erst diese Teilverschattung, also so eine kleine Fläche Schatten auf dem Modul, immer wieder. Also hat immer da funktioniert, wo ich es wollte, ist der Hotspot entstanden, konnte ich reproduzieren. Insofern, ja, leicht nachzuvollziehen und logisch zu erklären dann. Zu den Werten. Also ich habe das Modul auch auf Feuerprobe getestet. Wie gesagt, ich habe es halt an dieser Stelle, wo es über 150 Grad gerade gebrutzelt hat, habe ich einfach mal ein Streichholz genommen und die Spitze in die heiße Stelle gesteckt. War natürlich absehbar, dass sich das sofort entflammt.
Und der Kunststoff hat also das Phosphor aufgenommen von diesem Streichholzkopf und hat sich verbunden mit dem. Und dadurch ist dieser Kunststoff dann auch entflammt. Aber vorher ist er nicht entflammbar. Also durch den normalen Hotspot ist es mir nicht gelungen, diesen Hotspot so weit zu entzünden, dass das Modul Feuer fängt. Also das funktioniert leider nicht. Oder zum Glück, weil sonst wäre es natürlich auch gefährlich. Also da sind die richtigen Kunststoffe verbaut offensichtlich. Feuerhemmende und so weiter. Das war auf jeden Fall wichtig für mich, denn dieser Kunststoff hat dann letztlich von alleine aufgehört zu brennen, als das Phosphorgemisch, verbrannt ist sozusagen. Und man konnte dann nur noch diese extrem schwarze, rußige Stelle auf dem Modul sehen. Kommen wir zu den Werten nach den ganzen Extremtests. Also ich habe das Modul wirklich, sagen wir mal, so schlecht behandelt, wie man es nur konnte. Trotzdem, die Wafer in diesen beiden Trägerfolien sind so sicher in diesem ETFE-Kunststoff gelagert, dass die eigentlich nahezu unmöglich wieder an die Umwelt gelangen. Also natürlich, wenn der Hotspot entstanden ist, ist da eine offene Stelle, es brennt, aber dann verkokelt sich ja, es ist wie Narbengewebe, sag ich mal, dieses verkokelte Gewebe isoliert das Ganze wieder. Also das Modul funktioniert nach diesem Hotspot weiterhin. Wie gesagt, als ich es bekommen habe, 173 Watt, liegend 150 und liegend 106 und bei 90 Grad an der Brüstung knapp 150. Jetzt nach diesem Test habe ich natürlich auch getestet, was war's? Noch 123 Watt, glaube ich, habe ich gesehen. Also ich habe die Bilder alle da, ich blende die natürlich ein, weil ich konnte mir das nicht alles merken. Aber auch die Rückseite erzeugt sogar Strom. Also der Hersteller wirbt nicht damit, dass diese Module bifazial sind, aber ich habe es halt ausprobiert und zufällig bin ich drauf gestoßen, dass die Module auch mit der Rückseite Strom produzieren. Das heißt, wenn ihr es Ost-West ausrichtet, dann habt ihr morgens die Ostsonne und im Westen dann die Abendsonne. Das funktioniert theoretisch mit den Modulen. Allerdings nicht so leistungsstark, weil der Hersteller sagt auch, die Wafer sind zwar hinterseitig, also das funktioniert, aber die sind nicht angeschlossen. Also die Leiterbahnen würden dann leider brechen durch die Flexibilität. Also die gehen nur in eine Richtung flexibel, also vorne die Seite. Die andere Seite kann man leider dann nicht mehr mit Leiterbahnen versehen, weil es nicht funktioniert. Das hat man also schon ausprobiert offensichtlich. Schade, denn sonst wäre das natürlich noch cooler und noch effizienter, aber mich hat es auch erstaunt, dass die Rückseite, natürlich nach den ganzen Hotspots, war die Rückseite kaum noch anders ertragreich als die Vorderseite. Also muss schon sagen, interessante Technologie. Die ganzen Sachen, die ich jetzt nicht schaffen konnte, wie gesagt, ich wollte die Zellen mal freilegen oder so eine Leiterbahn, um das Ganze mal zu prüfen. Da bin ich leider noch nicht rangekommen, muss mir da irgendwas überlegen, wie ich da rankomme. Vielleicht auch nochmal mit dem Hersteller Rückschlüsse halten, weil letztendlich, ich bin ja so dran interessiert an diesen Superleichtmodulen, weil die eben den großen Vorteil haben, man kann sie überall verbauen. Also man braucht sie theoretisch nur aus dem Fenster hängen. Man könnte sie mit Schnüren aus dem Fenster hängen, wenn man nicht schrauben oder bohren darf. Insofern, theoretisch kann das jeder anwenden. Beim Camping ist eben super cool, weil man hat nur 3 Kilo. Aber man muss halt super aufpassen auf diese Zellen, dass die nicht brechen, denn sonst kriegt man diese Hotspots. Ja, das ist der große Nachteil. Bei diesen Modulen sieht man es nicht gleich. Und gerade wenn man sie gebraucht kauft, hat man eigentlich keine Chance, das zu sehen. Denn ja, selbst mit Hotspot hat das Modul 173 Watt gebracht, was ja eigentlich schon sehr, sehr stark ist an dem, was draufsteht. Also das Modul bringt eigentlich 195 Watt. Und wenn das dann so viel bringt mit Hotspot, kann man da eigentlich nichts gegen sagen. Wenn die Module vorzeitig kaputt gehen, ist das natürlich nicht so geplant. Der Hersteller gibt aber trotzdem 6 Jahre Leistungsgarantie oder 10. Ich weiß es nicht genau, schaut gerne ins Datenblatt bei dem Hersteller. Ich finde, das kommt hin, denn nach dem, was ich da getestet habe, das Modul bringt weiterhin Leistung. Ich werde es jetzt gucken, vielleicht mit irgendwas da nochmal Farbe drum oder irgendwas. Egal, das ist sowieso kaputt. Das werde ich einfach an die 12-Volt-Batterie schließen. Dafür reicht es noch, denn die Spannung ist auf jeden Fall noch hoch genug. Und mal schauen, wie lange es jetzt noch klappt. Wenn dich das interessiert, lass auf jeden Fall ein Abo da. Daumen hoch nicht vergessen. Kommentieren, wenn du irgendwas wissen willst oder einen Vorschlag hast. Ich freue mich immer auf Feedback. Wir sehen uns schon bald wieder. Bis zum nächsten Video, wenn es wieder heißt, YouTuber Lars macht irgendeinen YouTuber Spaß. Bis dahin, ciao, ciao. Ich laufe jetzt einfach mal hier so rüber und stelle über 100 Kilo auf diese Ecke.
Also ich nehme jetzt den Stein und baller da mal rauf. Das war ein bisschen zaghaft, oder? So, also wenn jetzt nichts kaputt ist, dann weiß ich auch nicht, was ich noch tun soll. Das war jetzt auf jeden Fall mehr als heftig. We'll be right back.